weil wir eine grundlegende Systemänderung vor uns hatten und haben, eigentlich immer noch haben. Diese Systemänderung haben wir ja nun tausendmal benannt. Wir haben schlicht und ergreifend die Vernetzungsdichte in der Welt gewaltig erhöht. Die Folge von erhöhter Vernetzung ist immer das Hineinkommen von Nichtlinearitäten, also von, wenn man so will, Unvorhersagbarkeiten. Das heißt, die Nichtlinearität erhöht im System die Komplexität und grundsätzlich die Unvorhersagbarkeit. Wir haben also eine Situation, wo man sich als Führungskraft schon fragen muss, kann ich das? Wir haben, wenn man so will, vor einigen Jahren eine Art Erdbeben gehabt. Das war eine Explosion der Vernetzung und dieses Erdbeben, was durch diese Explosion zustande gekommen ist, hat einen Tsunami ausgelöst und dieser Tsunami rollt über die Welt. Und das Epizentrum dieses Erdbebens war ganz stark getrieben über das Internet im Markt. Das heißt, das hat eigentlich begonnen im Markt. Da wurden Märkte zu Gesprächen, wie das damals beim Clutrain-Szenario hieß, beim Clutrain-Manifest hieß. Da haben wir also eine Situation, die im Markt begonnen hat, dann vom Markt logischerweise in den Bereich PR und Marketing geschwappt ist, vom PR und Marketing in die interne Kommunikation. Dann fing das auch schon an mit Enterprise 2.0, dann von der internen Kommunikation eigentlich zur Kulturentwicklung und dann endet es logischerweise bei Führung. Weil hier geht es auch ganz stark um das Thema Macht. Und wie man das so sieht in der Reihenfolge, es beginnt im Markt und arbeitet sich dann sozusagen systematisch als Schockwelle vor. Und diese Schockwelle erreicht zurzeit die Führung. Wir haben eine Situation, in der Führung sich einfach fragen muss, was bitteschön ist in dieser neuen Welt der Mehrwert von Führung? Der Mehrwert, den wir hatten, ist nicht mehr der gleiche. Es geht eigentlich immer um, wie man so schön sagt, Entscheidungsträger. Die Grundsatzfrage, die ich habe, ist, wie begründe ich die Entscheidungen, die ich treffe? In einer Welt, die hochgradig unvorhersagbar ist, die mit starken Nichtlinearitäten, aber mit Komplexität, habe ich einfach ein Grundsatzproblem mit meinen Entscheidungen. Ich würde das gerne als Komplexitätsfalle bezeichnen. Das heißt im Prinzip, wandert die Grundlage, meine informatorische Grundlage, immer weiter weg von den Wirkungen, die ich erzeuge. Ich habe also in den Netzwerken große Wirkung und muss mich fragen, wie begründe ich meine Entscheidung? In einer Welt, die eben in diesem Umfang komplex ist, ist das nicht ganz einfach. Und wenn diese Schere zu weit auseinander geht, dann bekommen das die Leute irgendwann mit, weil ich ständig meine Meinung ändere, weil ich irgendwie nicht mehr so richtig weiß, wo es hingeht. Und die alte Definition von Führung war ja nun mal, sag mir Ziele, begleite mich bei der Umsetzung, gib mir ein Ziel, gib mir eine Strategie, gib mir Sicherheit. Und diese sicherheitsgebende Funktion von Führung ist ein bisschen außer Kraft gesetzt. Verfolgen wir da die Meinung von Hans-Peter Dürr, würde man sagen, es geht sozusagen von einer Form des Wissens, die mir hilft beim Handeln, zu einer Form des Wissens, die mir hilft zu verstehen, wie die Rahmenbedingungen meines Handelns sind. Es geht ein bisschen um Orientierungswissen und es geht nicht um Verfügungswissen. Das sind zwei verschiedene Formen von Wissen und wir wandeln im Moment von der einen zur anderen. Ja, das ist, wenn man so will, die zweite Konsequenz, die dann entsteht. Wenn ich also in diese Komplexitätsfalle hineingehe, muss ich mich fragen, wie löse ich das Problem? Die erste Form, das zu lösen, ist dann immer individuelle Intuition. Ich muss versuchen, Muster zu bilden. In dem Moment, wo ich Muster verstehe, kann ich Komplexität verlustfrei reduzieren. Nur in einer Welt, die in diesem Umfang Komplexitäten erzeugt, ist sogar das individuelle Gehirn, selbst wenn es intuitiv vorgeht, durchaus an der Grenze seiner Leistungsfähigkeit. Und dann sind wir eben bei der Frage, wie begründe ich meine Entscheidungen denn dann? Ich kann sie nicht mehr rational begründen, vielleicht nicht mal mehr intuitiv. Und dann kommt eben der Begriff des Kollektiven wieder in den Raum. Dann ist die Frage, gibt es eine Möglichkeit, sozusagen über die gemeinschaftliche Form des Reflektierens und des Nachdenkens wieder Musterbildungen zu schaffen, die mich in die Lage versetzen, Entscheidungen sauber zu treffen. Das heißt, wir kommen dann immer mehr in die Situation der Notwendigkeit von Vernetzung. Ich kann es nicht mehr alleine tun, die individuelle Intelligenz reicht nicht, ich brauche die kollektive Intelligenz, ich brauche das Netzwerk. Eigentlich folgen wir damit Ashbys Gedanken, in einer komplexen Welt brauchen wir eine komplexe Antwort. Und das tun wir halt und wenn wir diese Vernetzung betreiben, dann passiert logischerweise eine Verschiebung von Macht. Weil ich bin zwar immer noch der, der vielleicht sagt, wo es am Ende lang geht, aber ich bin nicht mehr der, der diese Entscheidungswege alleine macht.
Ich bin darauf angewiesen, die anderen einzubeziehen. Und wenn man die Vernetzung dann sehr weit treibt, wie man das zum Beispiel beim Web 2.0 ja gemacht hat, dann merkt man, dass das nicht nur eine Goodwill-Aktion von Führung ist, nach dem Motto, ich möchte euch beteiligen, Partizipation, sondern dann übernimmt das Netzwerk eigentlich die Macht. Dann ist nicht mehr derjenige mächtig, der in der Hierarchie oben ist, sondern der, der im Netzwerk Bedeutung bekommt. Das heißt, dann ist es nicht mehr der Sender, der etwas bedeutungsvoll macht, sondern der Empfänger. Und dann haben wir tatsächlich das, was wir zurzeit im Netz ja erleben, eine grundsätzliche Machtverschiebung vom Anbieter zum Nachfrager. Das ist in den Märkten ganz deutlich gewesen und das findet jetzt zunehmend auch über Enterprise 2.0 und andere Kommunikationsstrukturen in den Firmen statt und führt da schon zu einer gravierenden Änderung der Kultur. Und damit, wenn man so will, in der nächsten Stufe zu einer Infragestellung von Führung. Das, was wir dort bekommen, ist eine Verschiebung dessen, was Stabilität gibt. Im Normalfall war es so, dass die Stabilität über Identifikation entstanden ist. Das heißt, ich habe mich identifiziert mit einer Struktur. Ich bin Mitarbeiter dieser Firma. Wenn wir uns jetzt immer mehr vernetzen, dann werden wir feststellen, dass diese Vernetzung nicht bei den Systemgrenzen aufhört. Das heißt, die Vernetzung geht über die Systemgrenzen hinaus. Die Systemdefinition ändert sich, sie wird größer. Wir reden heute sehr, sehr stark über Kooperation als das Gewinnerprinzip. Es geht also darum, über die Firmengrenzen hinweg zu kooperieren, zu vernetzen. Das heißt, wir machen vertikale Kooperationen, wir machen horizontale Kooperationen, wir tun alles dafür, um uns mit dieser Welt zu vernetzen. Und wenn das der Fall ist, dann kann man eigentlich sicher vorhersagen, dass so etwas stattfinden wird wie eine Kernschmelze. Der Identitätskern, den wir früher hatten, der hat nicht mehr diese tragende Kraft. Die Menschen fragen nicht mehr danach, bist du eine interessante Führungsfigur, an die ich mich anschließen kann? Oder bist du eine interessante Firma, in der ich mich wohlfühle? Sondern die Menschen fragen, was ist im Moment für mich sinnvoll? Wo merke ich, dass ich Resonanz da drin habe? Wo merke ich, dass das für mich attraktiv ist? Die Leute werden, und da kann man relativ sicher sein, sehr viel wechselbereiter. Die denken gar nicht mehr so sehr in der Unternehmensstruktur. Sie denken in ihren individuellen Lernwegen. Sie denken, wie kann ich meinen Lernweg mit anderen zusammen im Netzwerk maximal gestalten? Und damit werden sie, wenn sie denn etwas als Kompetenz anzubieten haben, sehr schnell wechselbereit sein. Und für die Firmen entsteht dann natürlich die maximale Aufgabe, wenn diese Wechselgeschwindigkeit steigt, immer wieder den Matching-Prozess herzustellen, sich zu fragen, ist dieser Mensch wirklich gut geeignet? Und sie müssen sich ständig fragen, was mache ich, um attraktiv zu sein für diese Leute? Das heißt, wir bekommen eben auch da wieder eine Machtverschiebung und eine ständige Notwendigkeit, sich um den Sinn dessen, was man tut, neue Gedanken zu machen. Das heißt, wir können sicher sein, dass so etwas wie Corporate Governance oder Corporate Social Responsibility weit mehr wird als nur, sagen wir mal, ein Feigenblatt oder ein Nice to Have. Solche Fragen werden ganz zentral, weil die Menschen, die dort so individuell sinnsuchend unterwegs sind, die werden sehr, sehr genau hingucken, wo sie sich anschließen, mit wem sie sich dort verbinden und sie sind nicht mehr alleine auf der Suche nach Stabilität. Wir haben auf der einen Seite die Erhöhung der Vernetzungsdichte, die führt zu Nichtlinearitäten und damit zu einer Explosion von Komplexität. Und diese Explosion der Komplexität führt uns in die Komplexitätsfalle. Wir haben auf der einen Seite die Nichtplanbarkeit und auf der anderen Seite diese enorme Komplexität, wir überblicken das Ganze nicht mehr. Und das ist für Führungskräfte eine harte Frage. Wie kann ich meine Entscheidungen begründen, wenn ich die Entscheidungsgrundlage nicht mehr bekomme? Und da kann man eben versuchen, diese Entscheidungsgrundlage zuerst ein bisschen intuitiver zu haben. Aber am Ende stellt sich die Frage, kann ich über das Kollektiv einen Mehrwert gewinnen? Kann ich sozusagen über Beteiligung, darüber, dass andere mit mir zusammen diskutieren, wirklich einen Mehrwert gewinnen? Das heißt, die Vernetzung ist eigentlich eine logische Konsequenz aus der Komplexitätsfalle. Nur wenn wir dann in die Vernetzung gehen,
dann entsteht die Machtverschiebung, die mit den Netzen einhergeht. Das heißt, wenn ich Leute mit mir vernetze, dann ist nicht mehr der Anbieter wichtig, sondern der Nachfrager. Und es kommt die gleiche Machtverschiebung, die man im Markt feststellen kann zum Kunden, kommt auch im Unternehmen zustande. Und wenn wir dann generell sogar über die Unternehmensgrenzen hinaus vernetzen, was wir ja eigentlich müssen, weil wir mit kooperativen Prinzipien überleben wollen und überleben müssen, dann haben wir die Situation, dass wir diese Kernschmelze haben, dass die Identitätskerne der Unternehmen sich langsam auflösen. Das heißt, der einzelne Netzwerkteilnehmer ist mehr über sein Sinnempfinden angekoppelt als über eine strukturelle Zugehörigkeit. Und damit müssen wir wahrscheinlich leben. Wir haben eine Komplexitätsfalle, die führt uns direkt in die Steigerung der Vernetzung und damit direkt in eine Machtverschiebung. Und über die gesteigerte Vernetzung führt uns das Ganze zu einem langsamen Abschmelzen der Identitätskerne. Und da merkt man schon, das hat immer viel mit Führung zu tun. Die Frage der Komplexität ist die Frage danach, kann ich als Führungskraft einen Mehrwert bei Entscheidungsprozessen liefern oder fange ich einfach an, drauf los zu entscheiden? Deshalb ist die Frage, ist Führung kompetent oder katastrophal? Je nachdem, wie sie antwortet. Wenn sie sagt kompetent, dann ist die nächste Frage, ist sie individuell oder kollektiv? Das heißt, wir müssen uns in der Führung neu aufstellen. Also wenn ich mir bei einer Sache relativ sicher bin, und das bin ich jetzt nur als Person und als Betrachter, dann würde ich sagen, wir stehen vor einem Paradigmenwechsel der Führung und das wird einfach getrieben durch die Veränderungen, die wir in der Welt sozusagen erlebt haben die letzten Jahre. Das heißt, das ist nicht so sehr eine Frage der persönlichen Meinung, sondern es ist eine Frage der Beobachtung der Rahmenbedingungen. Und wann immer ein solcher Paradigmenwechsel da ist, muss man sich halt fragen, lassen wir den von alleine passieren? Machen wir das so, wie Thomas S. Kuhn vorher gesagt hat, es müssen erst die Vertreter des alten Paradigmas sterben oder können wir das vielleicht ein bisschen intelligenter miteinander machen und das als gemeinschaftliche Aufgabe uns vor die Flinte nehmen? Wie gesagt, da folge ich wirklich dem Herrn Dürr und ich finde diese Idee wirklich sehr, sehr schön, dass nicht mehr Verfügungswissen anbieten sollten, also nicht mehr uns der Frage öffnen, wie wir ein Ziel erreichen, wie wir die Strategien dazwischen machen, sondern wirklich einen offenen Diskurs miteinander führen, der unser Handeln orientiert. Ich glaube, wir sind sehr viel mehr vor der Notwendigkeit, Einsichten zu gewinnen, als unmittelbar drauf loszuhandeln. Wenn wir einfach nur drauf loshandeln, dann glaube ich, wird Führung schnell katastrophal. Und eben nicht mehr kompetent. Das heißt, das gemeinschaftliche Erarbeiten von Einsichten und vom Verstehen von Zusammenhängen, das halte ich für eine der ganz wesentlichen Aufgaben. Es geht um Komplexitätsreduktion und Komplexität kann man nur reduzieren, wenn man Muster versteht. Es geht nicht mehr über das Triviale zerlegen. Auf die Art können wir diese Systeme nicht mehr nachvollziehen. Ja gerade schon so ein bisschen als Einsichtsfanatiker geoutet. Also ich glaube einfach, dass Veränderung am ehesten entsteht, wenn man Einsichten hat. Und Einsicht bedeutet immer, dass man irgendwo hinguckt. Also ich mache das ganz, ganz ungern mit eigener Meinung. Entweder mache ich das auf der Basis einer theoretischen Perspektive, dann sind wir bei den Ableitungen, über die wir uns gerade unterhalten haben, oder es soll auf der Basis von Daten stattfinden. Und wir haben natürlich, kennt uns ja neugierig, wie wir sind, ein bisschen geguckt und haben uns als erstes gefragt, wer wäre denn interessant? Und da ist natürlich bei diesem Thema Vernetzung und bei dem Thema neues Paradigma von Führung als erstes mal die junge Generation interessant, die mit diesen Netzen groß geworden ist. Also klassischerweise, wie das heute so schön heißt, die Generation Y oder immer noch Digital Natives. Das heißt, wir sind hingegangen und haben einfach mal junge Leute befragt, zusammen mit der Gotha-Versicherung, die sich einfach aus dem Kontext Employer Branding dafür interessiert hat. Wie gehen junge Leute mit der Arbeitswelt der Zukunft um? Was haben die für Vorstellungen? Und wie gehen die in diesem Kontext mit Führung um. Und dann haben wir angefangen, die zu interviewen. Erstmal, wie man das so macht, mit 30. Haben uns das angeguckt. 15 Leute, die gerade Abitur machen oder gerade gemacht haben und 15 Leute, die einen Masterstudiengang beendet haben. Und haben mal reingeguckt, wie denken die denn so? Und ich bin halb vom Glauben abgefallen, um ehrlich zu sein. Das, was ich in diesen 30 Interviews bereits zeigte, waren zwei geradezu inkompatible Wertewelten. Da gab es immer noch die Gruppe der Leute, die sagen, weißt du, was ich will? Ich will Sicherheit und Karriere, ich will Erfolg.
Das war ungefähr die Hälfte dieser 30. Und dann gab es ein ganz anderes Muster, das sagt, nee, nee, weißt du, mit deinen ganzen Hierarchien und mit diesem ganzen Blödsinn von Führung und so, das kannst du alleine machen. Ich will Autonomie, ich will Selbstständigkeit, ich will auch das Risiko ganz bewusst, was damit zusammenhängt, weil ich möchte für mich sinnhaftes Lernen das ganze Leben. Und dann habe ich das mir angeguckt und habe gesagt, das kann doch gar nicht sein. Ein so klarer Unterschied bei 30 Befragten, müssen wir nachlegen, haben wir das auf 100 hochgeblasen. Und die Ergebnisse sind exakt die gleichen geblieben. Wir haben eine 50-zu-50 Trennung von zwei völlig unterschiedlichen Bewertungen von dem, was die Zukunft von Arbeit ist, und ganz unterschiedliche Bewertungen von Führung. Während die eine Gruppe, die auf Sicherheit, Karriere, Erfolg und diese Dinge abfährt, immer noch der Meinung ist, Führungskraft zu sein, ist etwas ganz, ganz Tolles. Sagt die andere Gruppe, weißt du was, Führungskraft sein, das kannst du vergessen, das will ich nicht, das kann man ja gar nicht in diesen Welten, lass mich damit in Ruhe. Die haben ein Selbstständigkeitskonzept und die anderen haben ein Konzept, in dem sozusagen hierarchische Bewertung noch eine große Rolle spielt. Und dann fragt man sich natürlich ganz ernsthaft, wie kann das sein, dass eine junge Generation sich so auseinanderdividiert, dass man fast sagen muss, das hat schon fast so eine psychotische Charakteristik. Das sind zwei völlig unterschiedliche Bewertungssysteme. Und das Interessante war, wir sind dann in der Folge mit dem Bundesministerium für Arbeit und mit INQUA auf den Punkt gekommen, nochmal dann Führungskräfte direkt zu befragen. Was ja die zweite interessante Statusgruppe ist, da kann man natürlich jetzt jede Führungskraft befragen. Das war uns dann ein bisschen zu trivial. Wir sind dann hingegangen und haben gesagt, können uns Leute, Menschen benennen, die sie für gute Führungskräfte halten. Also Leute, die in irgendeiner Art und Weise dem Thema Führung affin sind. Wir haben da mal angefangen mit 200 Leuten, die zu befragen. Muss ich gleich vorweg sagen, wir müssen dringend nachbefragen, weil diese 200 Leute zeigen schon ein so komplexes Muster, dass wir nochmal 200 nachlegen wollen, bevor wir das richtig veröffentlichen. Aber ich habe mir dann die Daten schon mal angeguckt, genauso wie ich mir damals die 30 Daten schon angeguckt hatte von den jungen Leuten. Und wenn man sich diese Daten anguckt, dann merkt man, das Muster der jungen Leute findet sich in Ansätzen bei den Führungskräften wieder. Wir haben auch da fast eine 50-zu-50 Trennung. Eine Gruppe von Führungskräften sagt, wir müssen einen Paradigmenwechsel machen, und zwar ganz dringend. Und die folgen in der Argumentation sehr weitgehend dem, was wir eben theoretisch hergeleitet haben. Und eine andere Gruppe sagt, nee, gar nicht nötig, Zielvereinbarung, alles best, wir machen schlicht und ergreifend so weiter. Das ist nicht so disjunkt, wie das bei den Jugendlichen ist. Also bei denen ist es wirklich getrennte Wertewelten. Hier bei den Führungskräften ist es eine einheitliche Wertewelt, aber mit sehr unterschiedlichen Präferenzen innerhalb dieser Wertewelt. Und interessanterweise, der höchste Dissens, den man in dieser Wertewelt der Führungskräfte findet, bezieht sich auf die Einschätzung der Soll-Ist-Differenz von Führung heute. Also welche Führung bräuchten wir und welche Führung haben wir? Und da hat man sozusagen völlig unterschiedliche Einschätzungen. Zwei Gruppen sagen, wir müssen dringend eine grundlegende Änderung machen. Drei Gruppen sagen, nein, brauchen wir nicht. Und die teilen sich fast 50-50 auf. Die einen zwei Gruppen sind circa 50-48% und die anderen sind eben dann 52-53%. Aber das teilt sich schon ziemlich Hälfte-Hälfte auf. Und da merkt man dann, wie kommen junge Leute wohl auf diese Unterscheidung? Ganz einfach, weil die sich natürlich umtun. Das heißt, die informieren sich darüber, wie wird heute über Führung geredet. Und dann bekommen die zwei völlig disjunkte Welten erzählt. Da gibt es dann wahrscheinlich die ältere Führungskraft, die sagt, pass auf, du musst das so machen, du musst jetzt dein Studium zu Ende bringen, dann machst du noch einen Erasmus-Teil, dann gehst du noch ins Internationale, lernst ein paar Sprachen und dann wirst du irgendwann, nachdem du sozusagen High Potential bist, wirst du dann Vorstandsassi und dann geht das so weiter. Das ist die eine Welt, die denen ganz knallhart vermittelt wird als Erfolgsmodell. Und dann gibt es andere, die sagen, nee, gut, vergesst das. Weißt du, was wir heute brauchen, sind Grenzgänger. Wir brauchen Leute, die autonom sind, die Unternehmerintelligenz haben, die das auf eine ganz andere Art machen. Und diese beiden Welten kriegen die Jugendlichen vermittelt. Das heißt, sie stehen vor der Frage, worauf setze ich meine Wette? Und dann machen die das, was Jugendliche machen. Die machen keine Kompromisse, sondern die gehen klar in die eine oder die andere Richtung. Und da ist es dann schon interessant, was machen wir in der Firma eigentlich, wenn wir sozusagen in der Außenkommunikation das eine oder das andere Modell nach vorne schieben. Was können wir uns tatsächlich leisten? Wo steht meine Firma? Kann ich schon eine Kultur generieren, die dem einen Modell nahe kommt? Oder eine Kultur, die dem anderen Modell nahe kommt? Und bitte, wir dürfen nicht davon ausgehen, dass diese beiden Gruppen unterschiedlich intelligent sind. So nach dem Motto, das eine sind die High Potentials, das sind die ganz, ganz dynamischen, und das andere sind die Schlafmützen, die in die Sicherheit wollen. Nein, nein, nein. Das ist total gemischt. Das heißt, wir haben hier in beiden Welten Hochintelligente und wir haben eine Gauss-Verteilung rechts wie links. Da bin ich mir ziemlich sicher bei dem, was wir da in den Interviews gesehen haben.
was wir erleben werden in den nächsten Jahren, ist eine heftige Diskussion rund um das Thema Führung und eine heftige Diskussion rund um die Legitimation von Entscheidungen. Das kann ich sicher vorhersagen und das wird innerhalb der Politik genauso der Fall sein wie innerhalb der Wirtschaft. Wir werden uns einfach damit auseinandersetzen müssen, was ist bitteschön der reale Mehrwert von Führung? Wie viel mehr mag ich auch dafür bezahlen? Das ist doch kein Zufall, dass wir gerade jetzt diese Initiative 1:12 in der Schweiz haben, wo dann hingegangen wird und darüber nachgedacht wird, sollten wir vielleicht die Gehälter von Managern auf das 12-fache dessen limitieren, der sozusagen den geringsten Verdienst in meiner Company hat. Diese Frage ist ja nicht interessant nach dem Motto, ist das jetzt 12 oder 14-fach oder 20-fach, darum geht es doch gar nicht. Sondern das Interessante ist, dass die Frage gestellt wird. Das heißt, zum ersten Mal ist Führung so im Mittelpunkt, dass man den Mehrwert auch pekuniär in Frage stellt. Es ist, im Prinzip sind wir an einem Punkt angekommen, wo diese Erschütterungswelle, die ausgelöst ist durch die Explosion der Vernetzung, eindeutig die Führungsetagen erwischt. Und jetzt geht es um die Frage der Legitimation von Führung und da geht es dann am Ende darum, miteinander einen intensiven Diskurs zu beginnen. Und ich habe wirklich noch eine Bitte, die ich da ans Ende bringen möchte. Wenn irgendjemand von Ihnen Lust hat, sich an einem Interview zu beteiligen. Bitte gehen Sie auf unsere Plattform guteführung.de mit Bindestrichen dazwischen. Wir haben dort die Chance, ein Interview zu vereinbaren und ich bin einfach extrem neugierig darauf, wie die neuen Welten, die wir miteinander erfinden müssen, am Ende inhaltlich aussehen werden. Dafür brauche ich mehr Input, dafür brauche ich mehr Interviews und insofern große Bitte an Sie alle, machen Sie mit. Zurzeit ist dieser Führungsraum, dieser Raum der neuen Führung, noch ein Sehnsuchtsraum. Die meisten Menschen wissen, was sie nicht wollen. Aber die Idee dessen, was wir miteinander kreieren wollen, die ist noch nicht klar. Und da bin ich eben immer ein Fan davon zu sagen, an dem Punkt müssen auch wir nicht individuell vorgehen, sondern kollektiv. Also bitte machen Sie mit, geben Sie Ihre Interviews rein. Dann haben wir zusammen eine Chance, auf die Ergebnisse zu gucken. Und nach dem, was ich schon in 200 Interviews sehe, bin ich extrem neugierig auf das, was wir dann bekommen werden.